Willkommen zu einem neuen Windows-Video auf meinem Kanal. Ich möchte mir heute mal den Core Launcher genauer anschauen. Der liegt hier schon. Ihr könnt euch das Programm kostenlos im Internet runterladen. Ich verlinke euch die Seite unten. Ihr müsst euch zudem auch anmelden bei der Plattform. Dann klickt ihr das an, nachdem ihr es installiert habt. Es wird noch die ein oder andere Sache aktualisiert und irgendwann findet ihr euch dann hier im Hauptmenü wieder. Ja, und bei Core Open Alpha handelt es sich um einen Spielebaukasten, wenn man so will. Die erfreuen sich ja zunehmender Beliebtheit, also vor allem bei den Entwicklern. Ich weiß gar nicht, wie sehr solche Sachen von den Spielern auch benutzt werden. Es gibt auf jeden Fall immer mehr Entwickler, die solche Spielekästen raushauen und die haben alle eins gemeinsam. Das sind im Prinzip schon mehr oder weniger fertige Game Engines, die man dann relativ leicht als Spieler anpassen kann. Ja, ich zeige euch einfach mal, um was es hier geht und dann wird es vielleicht besser verständlich. Ich habe ja zu dem Thema auch schon das ein oder andere Video gemacht im letzten Jahr. Das sind Spiele, die andere Spieler erstellt haben. Da könnten wir jetzt reinschauen, machen wir auch mal Core Royale, klicke ich einfach mal an, dann können wir das spielen. Das Ganze ist Multiplayer tauglich. Ja, und die ganzen Baukästen, die haben eins gemeinsam, man kann innerhalb der Welt des Baukastens dann sein eigenes Spiel erstellen und kann das anderen Benutzern der Baukästen zur Verfügung stellen. Nachteil ist, man kann es oft nicht extern teilen. Also unabhängig von dem Baukasten, mit dem es erstellt wurde. Im Prinzip warten wir jetzt auf andere Spieler. Das heißt, wir warten nicht wirklich. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, was mit der Engine hier möglich ist. Das sieht verdächtig jetzt nach Fortnite aus. Das hier ist die Lobby. Das Spielprinzip ist tatsächlich Battle Royale. So, wir kommen hier nicht runter. Das liegt eben daran, dass die Lobby noch nicht voll ist. Es sind noch nicht genug Spieler gefunden. Deswegen startet das Spiel nicht und deswegen komme ich hier jetzt auch nicht raus aus dem Anfangsbereich. Also das ist schon relativ weitläufig, wie ihr hier seht, relativ schön gemacht, grafisch. Ja, und jetzt wollen wir uns mal versuchen, ein eigenes Spiel zu erstellen. Im Bereich Games finden wir also die Spiele, die andere Leute erstellt haben. Die sind hier auch nach verschiedenen Kategorien eingeordnet. Trending Games, am besten bewertet und so weiter. Es gibt einen offiziellen Discord-Channel und man kann hier auch Feedback senden. Außerdem gibt es einen Charakter, den kann man sich irgendwie hier aussuchen. Es erinnert auch ein bisschen an Fortnite, das Ganze. Mounts. Ja, wir können offensichtlich auch Tiere reiten oder Skateboards, wie man das vielleicht aus Quake oder so kennt. Emotes. Ja, und jetzt kommen wir aber zum Wesentlichen, zum Herzstück des Editors. Wir erstellen uns ein neues Projekt und wir können uns ein komplett leeres Projekt erstellen. Da ist immerhin ein Default, Himmel, ein Boden, ein Spawnpunkt und Spieler-Settings sind schon vorbereitet. Wir können aus einem Framework heraus ein eigenes Spiel erstellen oder wir können sogar Community-Shared Games laden und die dann weiter bearbeiten, so wie eben jetzt auch dieses Core Royale, das wir uns gerade angeschaut haben. Aber wir nehmen mal ein Framework und da gibt es verschiedene. Grundsätzlich gibt es leere Projekte, Deathmatch, Team Deathmatch, Battle Royale, Last Man Standing, Last Team Standing, Gun Game, Captured Hold, King of the Hill, Assault, Captured the Flag. Genau, und das alles gibt es in der dritten Person. Das heißt, so wie wir das gerade gesehen haben, man sieht seinen Charakter von hinten. Das gibt es aber auch in der ersten Person, zumindest teilweise. Also Ego-Shooter-artig oder als Top-Down-Projekt, nämlich von oben herab. Battle Royale ist bekannt, das haben wir uns gerade angeschaut. Sobald genug Spieler zusammengekommen sind, startet das Spiel und wer als letzter noch lebt, der hat gewonnen. Ich
klicke das jetzt einfach mal an. Ich wähle hier ein Framework. Ich nenne das irgendwie Testprojekt. Klicke auf Create. Und so sieht jetzt der Editor aus. Das ist relativ einfach. Man muss sich ein bisschen einarbeiten, habe ich gestern auch gemacht. Hier ist also jetzt im Prinzip schon das Battle Royale Spiel vorbereitet. Wir können es auch testen, indem wir hier oben auf Play klicken. Ups. Blöderweise kann ich jetzt keine Waffe auswählen, weil wir eben in der Lobby sind. Und solange da kein zweiter Spieler dazu kommt, können wir auch nicht schießen und das Ganze ausprobieren. Ich gehe aber jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Und ihr seht hier die Welt, auf der das Gefecht stattfindet. Ein paar Berge im Hintergrund. Ihr seht aber auch Gebäude, die wir tatsächlich auch betreten können. Das hier sind Spawnpunkte, gehe ich mal davon aus. Und wir können hier auch durch die Fenster durch, wenn wir das wollen. Also das macht schon einen recht vernünftigen Eindruck. Und jetzt zeige ich euch mal auf die Schnelle, wie ihr das hier verändern könnt. Wir klicken Escape, damit kommen wir wieder in den Editor zurück. Gameplay Settings haben wir hier, Player Settings, Team Settings und so weiter. Oder wir haben hier unten die Map. Und da können wir jetzt zum Beispiel schon mal damit anfangen, den Default Floor zu verändern. Das ist der Boden natürlich. Und wenn wir hier nach unten scrollen, sehen wir schon, welches Material hier verwendet wird. Das Material heißt Grid Basic. Wenn wir jetzt auf New Custom Material klicken, dann kommen wir hier rein. Und hier können wir jetzt das Aussehen des Bodens verändern, indem wir zum Beispiel sowas hier auswählen oder auch Glas. Unsichtbar macht wahrscheinlich wenig Sinn. Wir können hier so ein Schachbrettmuster auswählen oder wir können uns das filtern nach verschiedenen Materialien. In dem Fall klicke ich jetzt auf Ground und ich suche mir jetzt einfach mal dieses Wüstendesign hier aus. Fertig. Und ihr seht, wir haben jetzt ein Wüstendesign. Look at object from top. Default floor. Hills. Hier haben wir jetzt die Hills 1. Die haben genau das gleiche Aussehen wie der Boden eben. Wir können jetzt hier auch sagen, zum Beispiel, dass wir irgendwie Stein wollen. Stone Basic. Dann. Und dann teste ich das Ganze mal wieder zwischendurch. Ihr seht, das mit dem Wüstenboden hat funktioniert. Und das mit dem Gebirge hier hat auch funktioniert, auch wenn das etwas komisch ist, farblich das Gebirge. Ja, und genauso können wir auch die Häuser bearbeiten zum Beispiel. Ja, und wir können auch Gebäude bauen. Hier gibt es Core Content, Community Content. Und wenn wir uns das hier mal größer ziehen, sehen wir, da steckt eine Menge Zeug drin. Also wir können jetzt zum Beispiel auch selber Gegenstände basteln, können die veröffentlichen für die Community. Andere Spieler können das wiederum importieren und dann in ihren eigenen Maps benutzen. Oder wir greifen auf das mitgelieferte Zeug zurück. Genauso kann man hier Effekte hinzufügen, Audio-Effekte, Waffen und vieles mehr. Wir können das Ganze dann speichern, veröffentlichen für andere Spieler und wir können uns auch nochmal anschauen, was andere Spieler so gebaut haben und was damit alles möglich ist. Gehen wir nochmal schnell auf Games.
Hier gibt es zum Beispiel den Parkour. Klicken wir einfach auf Play. Also es sind nicht nur Shooter möglich, genauso kann man hier Arcade-Spiele machen. Das Ganze ist momentan, wie gesagt, noch in einem Alpha-Status. Gebt der Sache hier vielleicht auch noch etwas Zeit. Macht jetzt schon einen relativ vielversprechenden Eindruck. Core, Open, Alpha. Vom Prinzip her vielleicht mit Roblox vergleichbar. In dem Fall steuere ich tatsächlich die Kugel, das heißt, ich muss Gas geben. Lenken. Hat es lustig gemacht. Im Fall, also auch physikmäßig, gibt die Engine etwas her. Das Ganze ist übrigens Unreal Technologie. Man kann irgendwie auch springen. Dieses Projekt finde ich jetzt halbwegs beeindruckend. Das macht sogar Spaß und da hinten scheint das Ziel zu sein. Das war's auch schon wieder, wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.